Ja, hi, also ich bin Kirsten, wie schon angekündigt. Ich arbeite für European Digital Rights in Brüssel und EDRI vertritt da 32 Datenschutz- und Bürgerrechtsorganisationen aus insgesamt 20 europäischen Ländern. Und ja, wir machen in Brüssel Netzpolitik, das heißt, wir befassen uns da mit Urheberrecht, Datenschutz, Vorratsdatenspeicherung, Netzneutralität. Und eines unserer Hauptthemen ist die Privatisierung der Rechtsdurchsetzung. Ja, ich bin Markus, ich schreibe netzpolitik.org mit vielen anderen, unter anderem auch Kirsten, und bin einer von vielen beim Digitalen Gesellschafts e.V. Und ja, eins meiner Hobbys ist auch Privatisierung der Rechtsdurchsetzung und komische Buchstaben, Abkürzungen, am liebsten mit 4 Buchstaben und manchmal auch mit 5, wie man hier sehen kann. Und wir dachten halt nach diesem ganzen Jahr, wo eigentlich man nie so genau weiß, was ist jetzt gerade die größte Bedrohung, ACTA, IPRED, TPP, CETA, was es da alles noch gibt, geben wir mal einen Überblick über ja eigentlich diesen Trend, der weltweit zu sehen ist, wobei ganz klar auch zu sagen ist, wir schaffen hier echt nicht alles. Also das ist ein riesiger Trend. Wir konzentrieren uns eher auf Urheberrechtsdurchsetzung, aber wir hoffentlich im Vortrag in der nächsten Stunde erkennen werdet, ist das ein Trend, der auf viele andere Bereiche auch übergreift. Ja. Also Privatisierung der Rechtsdurchsetzung, worum geht es eigentlich? Wir sehen jetzt gerade unsere Kommentare hier nicht mehr, deswegen müssen wir alles frei improvisieren. Ich hoffe, das fällt nicht auf. Es geht im Großen und Ganzen darum, dass rechtsstaatliche Aufgaben privatisiert werden, also outgesourced werden, dass halt nicht mehr wie früher Gerichte, Sicherheitsbehörden sich damit beschäftigen, Probleme zu lösen, was manchmal auch sinnvoll sein könnte. Aber es geht vor allen Dingen darum, Rechtsstaatlichkeit auch mal zu privatisieren, mal outzusourcen, sodass man sich da mit etablierten Mechanismen, so wie Grundrechten und so weiter, nicht mehr so viel mit auseinandersetzen sollte. Und wir haben den Talk ein bisschen aufgeteilt. Erstmal so diese Unterschiede zwischen dem, was es so sonst noch an Begrifflichkeiten rund um Internetregulation gibt, nämlich Selbstregulierung, freiwillige Maßnahmen, privatisierte Rechtsdurchsetzung, also um diese Unterschiede mal noch ein bisschen herauszustellen. Und dann geht es vor allen Dingen auf die ganzen Trends weltweit, europäisch, Deutschland. Und das Ziel ist auch, wir hoffen ja auch, dass wir so eine kleine Lernerfolgskontrolle haben am Ende, dass ihr rausgehen könnt und mal unterscheiden könnt, was ist zum Beispiel der Unterschied zwischen CETA und TPP, warum gibt es IPRED und was ist IPRED Plus oder IPRED 2, was ist mit ACTA, kommt das wieder, ist es weg, ja, und was ist überhaupt ein Warnmodell? Und welche verschiedenen Modelle gibt es überhaupt bei den Warnmodellen? Ja, wenn man sich anschaut, wie funktioniert sowas wie Grundrechte in Europa, da haben wir mittlerweile eine Charta der Grundrechte der EU seit dem Lissabon-Vertrag. Ist jetzt, sagen wir mal, manche sagen, das Grundgesetz ist noch ein bisschen cooler, ist auch ein bisschen älterer. Da haben wir auch nicht so viele mitgeschraubt, aber die Charta der Grundrechte sagt jetzt erstmal explizit, jede Einschränkung der Ausübung der in dieser Charta anerkannten Rechte und Freiheiten muss gesetzlich vorgesehen sein und den Wesensgehalt dieser Rechte und Freiheiten achten. Also man sollte auch denken, das ist hier eigentlich so der kategorische Imperativ für die EU-Kommission, für die Politik der EU, überall Grundrechte achten und wahren. Naja, die Realität sieht etwas anders aus. Ja, die wolltest du eigentlich. Ach, die wollte ich auch machen. Ja, also vielleicht können wir noch kurz erklären, der Trend, der geht immer mehr zur privatisierten Rechtsdurchsetzung und vielleicht noch, um kurz zu erklären, was ist eigentlich Selbstregulierung? Selbstregulierung wird seit einiger Zeit schon im Bereich der Internetwirtschaft eingesetzt, einfach um Unternehmen mehr Freiheiten zu geben, was zum Beispiel die Spam-Bekämpfung angeht. Und jetzt nimmt die Politik aber immer mehr dies als einfache Lösung, um auch immer mehr politische Ziele zu erreichen. Und ja, in der letzten Zeit gab es eine ganze Flut von regionalen, nationalen und supranationalen Initiativen, die tiefgreifende Auswirkungen auf den offenen, innovativen Charakter des Internets haben. Und ja, wie ich gerade schon sagte, der Trend, der wird immer häufiger als einfache Lösung gewählt, um politische Ziele zu erreichen und ohne dass gleichzeitig die Politik hierfür Verantwortung tragen muss.
Ein prominentes Beispiel war in diesem Jahr das internationale Urheberrechtsabkommen ACTA, das kennt ihr bestimmt alle. Und in Artikel 27.3 ACTA stand, dass die Kooperationsbemühungen im Wirtschaftsleben gefördert werden sollten. Das klingt jetzt zunächst einmal harmlos, dahinter verbarg sich aber die Absicht, einfach die Durchsetzung des Urheberrechts an Privatunternehmen zu übergeben und freiwillige Maßnahmen von Providern zu fördern. Und wie so etwas aussehen soll in der Praxis, wurde in einem Leak des ACTA-Texts deutlich. Das ist jetzt hier vielleicht ein bisschen schwer zu lesen. Also der Text, der wurde übrigens versehentlich vom EU-Parlament selbst geleakt als Teil eines Briefing-Papiers für eine Delegation. Und man hatte die Fußzeilen nicht genau gelesen, genau. Und die haben wir uns dann angeschaut. Genau, und die Erläuterung für die Kooperationsbemühungen ist in Fußnote 6 einer früheren Version von ACTA zu finden. Und zwar war damit gemeint, dass die Industrie verdächtigen Nutzern den Internetzugang sperren soll. Das ist die Nummer 6 da. Ja, also hinter diesen Kooperationsbemühungen versteckte sich also die Überwachung und Verfolgung von Nutzern außerhalb des rechtlichen Rahmens. Und was dann mit ACTA geschah, ist, glaube ich, allseits bekannt. Wir verkürzen jetzt mal so ein bisschen die Geschichte. Anfang des Jahres sollten alle Parteien von ACTA eigentlich den Text unterzeichnet haben. Dann kam es aber zunächst in Polen zu Demonstrationen und dann am 11. Februar auch in über 200 europäischen Städten. Und das war eigentlich so der EU-weit größte netzpolitische Protest ever, kann man so sagen. Und dann ging das politische Theater im Europäischen Parlament los. Dann gab es so ein paar Verzögerungstaktiken und politische Spielchen im EU-Parlament, also in verschiedenen Ausschüssen. Aber im Juli diesen Jahres bestätigte das Europäische Parlament dann die Kritik der Zivilgesellschaft und stimmte mit überwältigender Mehrheit gegen das Abkommen. Wenn man sich genau anschaut, was waren so die Gründe für die Ablehnung, die übrigens nur einmal anscheinend höher war im Europaparlament für eine Vorlage der EU-Kommission. Das war einmal nur bei den Softwarepatenten, noch mehr Ablehnung. Die Gründe waren halt vor allen Dingen die Befürchtung, dass Provider zu Hilfspolizisten werden könnten, dass es mit ACTA zu einer Privatisierung der Rechtsdurchsetzung kommen kann. Und da waren wir eigentlich auch ganz glücklich darüber, dass unsere Kritik so durchgekommen ist, weil es war ein bisschen schwierig zu erklären aus so einer sehr schwammigen Formulierung, was dahinter sich verbirgt und das alles an die Parlamentarier zu kommunizieren. Das hat aber zum Glück geklappt, unter anderem halt auch durch 100.000 Menschen in Deutschland auf der Straße am 11. Februar, was dazu geführt hat, dass die Politiker sich ja generell mal mit ACTA beschäftigt haben, in der Hoffnung, dass nicht mehr so schnell so viele Leute wieder auf die Straße gehen. Ja, nur leider muss man dazu sagen, dass ACTA auch nur ein Etappensieg war. Die Idee, einfach Unternehmen unser Recht auf Meinungsfreiheit und Privatsphäre regeln zu lassen, ist irgendwie wie so ein Zombie. Das kommt immer wieder aus allen möglichen Ecken zurück. Das ist zum Beispiel der Fall in CETA. Zeitgleich zu ACTA starteten Verhandlungen zu dem bilateralen Handelsabkommen CETA zwischen der EU und Kanada. Und ein Leak vom letzten Februar enthielt noch ähnliche Begriffe wie im ACTA-Text, aber seit dem ACTA-Debakel hat die Europäische Kommission zurückgerudert und hat verkündet, dass jetzt das Internetkapitel aus CETA gestrichen wurde. Also das war auch so eine kleine Herausforderung für die EU-Kommission, man muss sich das mal so vorstellen, deren Unterhändler aus dem aus der Handelskommission, die haben halt parallel mit Kanada diskutiert und Kanada war ja auch bei ACTA dabei und dann haben sie dann einfach copy and paste diesen einen Text, wo sie beide der Meinung waren, den haben wir ja eh schon bei ACTA zusammen mit verhandelt, in dieses Abkommen hier reingepackt, wo es nochmal um ganz viel mehr ging und wir hatten dann schon ein bisschen Panik, als ACTA noch nicht durch war, aber schon CETA bekannt war, dass es viel schwieriger werden würde,
würde, diese Punkte aus CETA herauszubekommen, weil wir auch nicht den Abgeordneten sagen konnten, CETA muss komplett abgelehnt werden, weil es halt so ein riesiges Handelsabkommen war, wo halt dieser Urheberrechtsteil eigentlich somit der unrelevanteste und unwichtigste war. Aber durch diese ganzen Proteste, die dann irgendwie parallel liefen, hat dann auch irgendwie die EU-Kommission verstanden, auch weil viele EU-Abgeordnete sich dann ein bisschen verarscht fühlten, als sie gerade ACTA abgelehnt hatten, aber dann mitbekamen, dass in CETA dasselbe drin stand, dass sie halt mal sehr schnell irgendwie, um dieses Abkommen nicht zu gefährden, diese Teile mal rausstreichen sollten. Aber auch hier können wir halt sagen, wir wissen es halt noch nicht, ob die uns einfach nur irgendwie was erzählen oder ob sie es tatsächlich getan haben, weil wir warten auf den nächsten Leak. Ja, dazu kann man auch noch sagen, dass unsere Freunde von Bits of Freedom großartige Arbeit in den Niederlanden geleistet haben. Und zwar haben die Niederlande mittlerweile sich dagegen ausgesprochen, ACTA-ähnliche Passagen in CETA zu unterzeichnen. Weder in CETA noch in irgendeinem anderen internationalen Handelsabkommen. Und ACTA und CETA sind nicht die einzigen internationalen Handelsabkommen, die die Durchsetzung von Urheberrechten privatisieren wollen. Zurzeit wird außerdem noch das Trans-Pacific Partnership Abkommen oder TPP verhandelt, von unter anderem von USA, Kanada, Australien, Vietnam, Neuseeland, Mexiko. Ja, und das passiert auch alles hinter verschlossenen Türen. Also da weiß man nicht genau, wie die einzelnen Versionen aussehen, die da verhandeln. Und die EU ist, wie der Name schon sagt, nicht mit dabei. Aber dafür veröffentlichte die IFF im August eine detaillierte Analyse und erklärte, was das Gefährliche an TPP ist. Und zwar hat Artikel 16 ACTA-ähnliche Begriffe. Im aktuellsten Leak des Abkommens sollen die Pazifikstaaten rechtliche Anreize für die privatisierte Durchsetzung des Urheberrechts durch Provider schaffen. Also Provider sollen ohne gerichtliche Kontrolle enger mit Rechteinhabern kooperieren. Und dadurch werden dann natürlich die Türen geöffnet für Three-Strikes-Regelungen, die Überwachung der Netzwerke durch Internetanbieter, Zugangserschwerungen oder eine vereinfachte Offenlegung von der Identität von Anschlussinhabern. Und ja, auch bei uns in Europa gibt es so ein paar Auswüchse wie Three-Strikes-Gesetze. Und in Frankreich gibt es diese Kooperation im Wirtschaftsleben schon seit 2009, wie sie auch in ACTA und TPP gefordert wird. Und dort arbeiten Rechteinhaber mit dem privaten Unternehmen TMG zusammen, das sich für die Rechteinhaber Peer-to-Peer-Verkehr anschaut. Und dann werden die Provider kontaktiert, die dann die Identität der Anschlussinhaber übermitteln sollen. Dann wird der Verdächtige zunächst zweimal verwarnt per E-Mail und Einschreiben. Wenn dann dieselbe IP-Adresse ein drittes Mal erwischt wird, dann kann es durch vereinfachte Gerichtsverfahren dann zu einer zeitweiligen Sperrung des Internetzugangs kommen. Und in Frankreich hat man jetzt aus vielen verschiedenen Gründen eingesehen, dass es kompletter Schwachsinn ist, so, und dass es nicht funktioniert. Deswegen wurde vor ein paar Wochen beschlossen, dass dieses Warnhinweismodell jetzt wieder abgeschafft werden soll. Dafür aber wird jetzt überlegt, dass die Einnahmequellen für illegale Angebote im Netz irgendwie gestoppt werden müssen. Und wie das in der Praxis aussieht, das kennt man auch schon. Man ruft da einfach mal an. Also so war es zumindest bei WikiLeaks oder so ist die Geschichte oder die Legende, die erzählt wird, dass Mitarbeiter von dem US-Senator oder Kongress-Member Lieberman bei Amazon und bei Mastercard mal Visa angerufen haben und gesagt haben, ey, könnt ihr da nicht mal irgendwie diese Terroristen den Finanzstrom abschalten, und die meinten dann, ja, klingt gut, klingt logisch, machen wir. Ja, und dazu muss man noch sagen, dass amerikanische Politiker auch in den Medien verkündet haben, dass WikiLeaks eine terroristische Organisation ist. Und da will man als Unternehmen natürlich auch irgendwie seinen Ruf wahren. Und daraufhin haben halt Amazon, PayPal, Mastercard einfach die Konten gesperrt, ohne Gerichtsurteil oder ohne gesetzliche Grundlage. Und Anfang des Jahres hatte man dann in den USA mit PIPA und SOPA vor, hierfür mal eine gesetzliche Grundlage zu schaffen.
Und Bezahldienste wie PayPal, Visa und Mastercard und auch Werbeanbieter sollten die Geschäftsverbindung zu dem betroffenen Portal halt einfach stoppen, also beenden. Und Kapitel 104 von SOPA ist ein Paradebeispiel für die Rechtsdurchsetzung durch Privatunternehmen. Und hier gibt es dann noch die Anwendung des US-Rechts auf den Rest der Welt als Sahnehäubchen noch mit oben drauf. Und zwar hat man in Kapitel 104 vorgeschlagen, dass Provider, Hoster, Suchmaschinen und Zahlungsdienste einfach nach eigenem Gutdünken gegen ausländische Online-Dienste vorgehen können. Und sie bekommen hierfür unbegrenzte Immunität, sobald einfach nur ein Verdacht besteht, dass Dienste US-Eigentum stehlen wollen. Das bedeutet dann natürlich auch eine Anwendung von US-Recht auf europäische Dienste. Ja, die Idee war also, dass US-Unternehmen, die ihre eigenen Geschäftsprioritäten haben, die Durchsetzung des Urheberrechts übernehmen sollten. Und der strategische Wert für die USA ist klar, wieso aber die EU immer wieder einen solchen Ansatz unterstützt, wie in ACTA zum Beispiel, ist vollkommen unklar. Naja, vollkommen unklar ist es halt nicht, wenn man sich halt die ganzen Lobbys anschaut, die international aufgestellt sind und die auch dafür gesorgt haben, dass wir 2004 hier auf EU-Ebene die erste Durchsetzungsrichtlinie bekommen haben. Das ist die IPRED, Intellectual Property, wie war das nochmal? Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Rights Enforcement Directive. IPRED 1 wurde damals von dieser Frau federführend durchs Europaparlament gebracht, das ist Janelle Fortu. Damals sahen es wenige Menschen als Problem an, dass sie verheiratet war mit dem Chef von Vivendi Universal, dem größten französischen Medienkonzern. Und es war auch nicht für jeden ein Problem, dass sie und ihre Familie eine Stiftung hatte, die massiv finanziell von Urheberrechten profitiert hat. Und sie hat dann natürlich vollkommen neutral und wie das so ist, diese Richtlinie durchgebracht, die dann wiederum als Durchsetzungsgesetz 2007 in Deutschland uns das gebracht hat, was wir als Abmahnindustrie kennen. Ja, damals gab es übrigens auch so mit die erste Demonstration in Europa gegen Urheberrechtsdurchsetzung. Da standen wir so mit 10 Leuten irgendwie vor dem Europaparlament in Straßburg und es hat keinen interessiert. Aber ja, es war auch kalt. Ist zumindest schön zu sehen, dass halt 8 Jahre später 200.000 Leute in Europa auf die Straße gehen, wo es auch noch kalt war. Also da sieht man vielleicht auch so ein bisschen die Entwicklung dieses Themas. IPRED gibt es in vielen verschiedenen Varianten oder gab es oder gibt es. Und zwar IPRED 1 war damals so die Idee oder die Umsetzung, zivilrechtliche Ansprüche zu schaffen. Gleichzeitig hat man noch parallel mit der Arbeit begonnen für IPRED 2, um strafrechtliche Sanktionen durchzusetzen. Was? 1 und 2 ist andersrum. Okay, andersrum? Na gut, also wir sagen aber zu IPRED 1 diejenigen, die durchkamen und IPRED 2 die, die nicht durchkamen. Aber vielleicht ist es auch genau andersherum. Also auf jeden Fall, IPRED, also die zivilrechtliche ist durchgekommen 2004. Irgendwann 2006 oder 2007 ist die andere gescheitert. Die sah unter anderem vor, dass man halt Gefängnisstrafen für Urheberrechtsverletzungen einführen wollte. Etwas, was es mittlerweile in Japan gibt. Aber in Europa ist es daran gescheitert, dass damals der EU-Rat nicht wirklich dafür alleine selbst, zuständig war. Also das war ein hochkomplexes europäisches Problem, wo sie dann eigentlich alles mal irgendwie beseitigt haben und gedacht haben, machen wir später weiter. Jetzt gibt es verschiedenste Interpretationen, wie es mit IPRED weitergeht. Wir haben also diese Richtlinie aus dem Jahr 2004. Es gibt jetzt gerade laufend eine Konsultation bei der EU-Kommission. Darauf werden wir auch nochmal explizit hinweisen. Die kann, glaube ich, noch 3 oder 4 Monate lang mitgezeichnet werden. Es gab schon in der Schublade sowas wie IPRED 2. Andere sagen, das könnte eher sowas wie IPRED Plus gewesen sein, eine Novellierung von dieser 2004er Richtlinie. Die wurde dann aber in der Schublade gelassen, als diese ACTA-Proteste kamen. Also eigentlich war vorgesehen, dass wir jetzt schon über die nächste Richtlinie diskutieren würden. Und anscheinend wartet die EU-Kommission gerade erstmal so ein bisschen das Klima ab, aus Angst, sonst gehen die jungen Leute wieder auf die Straße.
Ja, genau. Also seit dem ACTA-Debakel weiß die Kommission eigentlich gar nicht mehr so recht, wie sie jetzt in Sachen Urheberrecht weitermachen soll. Und hat erstmal, Markus hat es gerade schon angesprochen, eine öffentliche Konsultation auf den Weg gebracht. Auf die kann man noch antworten bis März. Und das ist leider ein bisschen komplex für Bürger. Also die haben die irgendwie nur geschrieben für Unternehmen, glaube ich. Und ja, aber wichtig ist es auch für Zivilgesellschaft und Organisationen, immer auf öffentliche Konsultationen der EU-Kommission zu antworten, weil sonst ist das Gleichgewicht zwischen Industrie und Zivilgesellschaft nicht da. Und Amelia Andersdotter hat einen super Guide geschrieben auf ihrem Blog, ameliaandersdotter.eu, wie man auf dieses Ding antworten kann. Und ja, Nili Kroes, hier auf diesem Bild zu sehen, EU-Kommissarin für die digitale Agenda, möchte jetzt reformieren eher. Und Michel Barnier, EU-Kommissar für den Binnenmarkt, möchte das Urheberrechtssystem lieber so lassen, wie es ist. Also derzeit streiten sich die verschiedensten Dienststellen der EU-Kommission, ob jetzt weiterhin auf repressive Maßnahmen gesetzt werden soll oder ob reformiert werden soll. Allerdings sieht es jetzt wohl stark danach aus, dass es zu einer Reform kommt, denn das Kollegium der Kommissionsmitglieder brachte erst jetzt im Dezember eine Pressemitteilung raus, in der die Kommission eine Modernisierung des Urheberrechts ankündigt. Naja, also sie kündigen jetzt erstmal ein paar Arbeitskreise an. Genau. Stakeholder-Dialoge, wie man das nennt. Die sollen dann nächstes Jahr stattfinden. Und übernächstes Jahr wurde angekündigt, dass man dann mal eine Ankündigung macht, was man denn jetzt machen möchte. Und übernächstes Jahr muss man wissen, da sind halt EU-Wahlen. Also mit anderen Worten, nächstes Jahr müssen wir einige von uns, wenn wir Pech haben, in irgendwelchen Stakeholder-Dialogen sitzen. Und dann im Jahr später überlegt dann die EU-Kommission, dass man das nach den Wahlen erst machen wird. Dann wird die EU-Kommission wieder durchgewürfelt. Dann werden wir vielleicht 2015 mal einen Reformaufschlag bekommen können. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Ja, allerdings wird die Privatisierung der Rechtsdurchsetzung von der EU-Kommission auch in ganz vielen anderen Bereichen intensiv unterstützt. Sie finanziert zum Beispiel Projekte, die genau auf das Gleiche hinaus wollen. Und ein Beispiel, das in diesem Jahr auch ein bisschen mediatisiert wurde, ist das Clean-IT-Projekt. Und dieses Clean-IT-Projekt sollte freiwillige Verhaltensregeln für Provider aufstellen, um die terroristische Nutzung des Internets einzuschränken. Ja, und Cory Doctorow beschrieb das Projekt als das dümmste Paket netzpolitischer Regelungen in der gesamten Menschheitsgeschichte. Also das war quasi so eine Liste mit, das war eine Wunschliste von Law Enforcement Agencies, wie Strafverfolgungsbehörden, ja. Also muss man dazu sagen, also Clean IT wurde auch da ein bisschen aufgebauscht als irgendwie die neue große Gefahr nach ACTA, weil auch wieder irgendwelche Abkürzungen drin vorkommen. Das ist natürlich nicht. Also hier reden wir von einem EU-Projekt, was rund 350.000 Euro verbraten hat, hauptsächlich dafür, dass sich unterschiedlichste Menschen irgendwie zweimal zum Saufen in Europa treffen und dann noch eine Wiki-Seite aufmachen und jeder schreibt seine Wunschliste rein, was man denn sich mal wünschen könnte. Und heraus kamen halt diese schlechtesten Vorschläge ever. Und es ist ganz gut, dass da jetzt so viel Aufmerksamkeit drauf gekommen ist, so dass sich selbst unsere Innenkommissarin Cecilia Malmström auf Twitter davon distanzieren musste. Also da können wir ein bisschen eine Entwarnung geben. Also falls ihr jetzt schon mal vorhattet, Clean IT Arbeitskreise und so weiter zu gründen, es gibt da echt viel, viel schlimmere Sachen. Ja, und dazu muss man sagen, das Clean IT-Projekt hat 400.000 Euro bekommen und das ist wirklich super wenig für Projekte, die im Bereich der Sicherheit von der EU finanziert werden. Also da gibt es noch viel, viel schlimmere Sachen, aber dazu müssen wir vielleicht auch noch mal 3 Stunden lang reden. Auf jeden Fall wurde hier auch explizit gefordert, dass Unternehmen ihre eigene Rechtssicherheit dadurch erhöhen sollen, indem es weniger Rechtssicherheit für Kunden gibt. Also ein Vorschlag war, wie man hier in unter Punkt I, glaube ich, sehen kann, dass Unternehmen ihre AGBs, also ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen, nicht so genau formulieren sollten. Und das lässt halt Raum für alles. Ja. So sieht das dann aus?
Genau, und Microsoft macht das jetzt schon ganz gut. Die AGBs für App-Entwickler sind wirklich faszinierend. Ja? Dort steht, dass eine App jederzeit und aus einem beliebigen Grund oder ohne Angabe von Gründen gelöscht werden kann. Also ich finde das deswegen faszinierend, weil eigentlich nur in der Quantenphysik alles jederzeit grundlos passieren kann. Ja, das heißt also, dass die Nutzer quasi erraten müssen, wie Microsoft das Gesetz und auch die eigenen AGBs interpretieren könnte und werden dann quasi zur Selbstzensur gedrängt. Ja, also Unternehmen zensieren und sperren zurzeit Konten, sobald irgendwas nicht nur illegal erscheinen könnte, sondern sobald es auch irgendwie moralisch komisch ist. Zu was solche AGBs in der Praxis führen. In diesem Jahr wurde zum Beispiel der Facebook-Account vom New Yorker gesperrt, zeitweilig, aufgrund dieses Comics. In dem Comic, nicht wegen dem Mann. Ja, genau. In dem Comic gab es dann männliche und weibliche Brustwarzen zu sehen. Rechts sind die... Ja, also rechts sind die, die als unproblematisch gewertet wurden und links dann die, die zur Zensur führten. Ein weiteres Beispiel, unter vielen auch, im Mai wurde die App des Künstlers Max Beckmann wegen diesem Gemälde gesperrt, also aus dem iTunes Store entfernt. Ja, und der Kreis, der lässt sich schließen mit einem Bericht des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung vom letzten Oktober. Und in diesem Bericht rufen die Vereinten Nationen jetzt dazu auf, dass informelle Abmachungen mit Providern gefördert werden sollen. Also Strafverfolgungsbehörden sollen mit anderen Kollegen und direkt mit Providern klare Verfahren mit formellen und informellen Elementen aufbauen, um die Sicherstellung der frühestmöglichen Aufbewahrung von Internetnutzungsdaten zu gewährleisten. Weiterhin heißt es, da es keine globale zentrale Autorität für Internetregulierung gibt, müssen diese Unternehmen stärker zur Verantwortung gezogen werden. Also anders gesagt, eine willkürliche Einschränkung der Meinungsfreiheit und Privatsphäre. Ja, und besonders problematisch ist hierbei, dass die UNO in dem Papier vorschlägt, den eigenen UN-Zivilpakt zu umgehen. Denn dieser verbietet ausdrücklich willkürliche oder rechtswidrige Eingriffe in Privatleben, Familie, Wohnung und Schriftverkehr. Also wir haben jetzt einen Punkt erreicht, an dem die Internetwirtschaft freie Meinungsäußerung einschränkt, an dem Regierungen ihre eigenen verfassungsrechtlichen Grundsätze wie Grundrechte, das Recht auf ein faires Verfahren oder die Unschuldsvermutung umgehen. Und ja, wir sind an einem Punkt angelangt, an dem die Vereinten Nationen die Regierungen weltweit dazu auffordern, jahrzehntealtes internationales Recht zu brechen. Ja, kennen wir alles hiervon unter anderem. Interessanterweise fand ich, als ich dann irgendwie Chinese Wall eingab auf Google Images, erstmal Freedom Stick, chinesewall.ccc.de, kannte ich noch gar nicht als Projekt. Ich weiß gar nicht, ob das auch noch aktuell ist, aber da gab es halt dieses schöne Bild. Ja, und in China haben wir eigentlich schon das in der Realität, was man sich hier so da alles vorstellt. Und das wird da so als tolles Feature irgendwie verkauft. Vielleicht haben sich da auch alles alle abgeschaut. Das ist Michael Anti hat eigentlich einen original aussprechenden Namen, den ich nicht aussprechen kann. Ist aber in Westeuropa oder in westlichen Ländern unter anderem als Michael Anti bekannt. Und er wurde das erste Mal, so sagen wir mal, außerhalb von China bekannt, als Microsoft 2005 seinen Blog gesperrt hat. Also so gelöscht hat, weil zu kritisch für die Regierung. Und in China haben wir ein Zensursystem, Netzzensursystem, was ein bisschen anders funktioniert, als man sich das hier so vorstellt. Da haben wir tatsächlich so eine Kooperation zwischen Wirtschaftsplayern und ja, lokalen korrupten Funktionären und nicht so wirklich so eine zentrale Zensurbehörde, wie wir das vielleicht denken würden.
Da funktioniert es dann einfach mal, dass viele Unternehmen einfach mal im vorauseilendem Gehorsam bestimmte Sachen rauslöschen, rausfiltern, weil sie denken, jetzt ist gerade wieder irgendwie eine rote Linie überschritten worden und jetzt sind gerade wieder irgendwo Spannungen. Hier müssten wir dann mal bestimmte Wörter rauszensieren. Es passiert da sehr viel, dass halt einfach mal irgendwer anruft und sagt, ihr müsst jetzt mal das und das sperren. Also es gibt da keinerlei rechtsstaatliches Verfahren. Und wir fragen uns, ist das tatsächlich das Vorbild für das, was man sich hier so vorstellt in Sachen freiwillige Kooperationsvereinbarungen? Und wenn wir uns generell freiwillige Kooperationsvereinbarungen in Deutschland anschauen, so im Internetbereich, gibt es eine Sache, die vielleicht noch der ein oder andere im Kopf haben könnte. Das war eigentlich auch nichts anderes. Also Ursula von der Leyen hat erstmal quasi damals diese freiwilligen Kooperationsvereinbarungen präsentiert. Die Idee war, durch das BKA einfach mal ein paar Provider, die mitspielen, irgendwelche Listen hinschicken und die Provider machen das dann alles. Ja, und die SPD wollte das dann unbedingt noch alles so ein bisschen rechtsstaatlich machen. Dann wurde halt das Zugangserschwerungsgesetz geschaffen und dann wieder abgeschafft. So, ne? Aber eigentlich war das so quasi die Idee, dass halt einfach mal Sicherheitsbehörden auf Zuruf eine Datei rüberschicken und die Provider einfach mal etwas löschen. Ja, wir haben auch mal hinterher recherchiert, jetzt sind wir mittlerweile in Deutschland angekommen. Wie lange gibt es denn jetzt schon diese ganzen Forderungen der Content-Industrie? Diese ganzen Three-Strikes-Gesetzgebung oder Forderungen danach haben wir zurückgetrackt bis so ca. 2006, 2005. Da fing dann IFBI, Internationale Musikindustrie, an, mal massiv überall zu lobbyen. Die ersten, wo das ja eingeführt wurde, war Frankreich durch Sarkozy. Jetzt gibt es keinen Sarkozy mehr, deswegen wird es jetzt wahrscheinlich wieder abgeschafft. Aber man kann noch weiter zurückgehen in Deutschland. Wir fanden erstmal ein Interview aus dem Jahr 2000, was ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte. Da hat man nämlich dann mal bei Spiegel Online Peter Zombig, der damals IFBI-Chef für Deutschland war, gefragt. Da wollte die Musikindustrie irgendwie ein Filtersystem haben namens RPS. Und dann war die Frage, ist ihr Filtersystem RPS eine Zensursoftware? Und Zombig antwortet, RPS kann und wird keine Zensur ausüben. RPS blockiert einzelne Internetadressen, die illegale Inhalte anbieten. Und wie wollen Sie die Provider dazu bringen, das System zu installieren? Wir versuchen es im Moment mit Kooperationsvereinbarungen. Also haben wir eigentlich Glück gehabt, dass die Provider damals Nein gesagt haben und eigentlich immer noch halbwegs Nein sagen. Aber die Musikindustrie fährt natürlich immer härtere Bandagen auf und immer härtere, eine härtere Gangart. Sie haben sich selbst nicht gescheut, eine Wunderwaffe einzusetzen, mit Udo Jürgens zur Kanzlerin zu laufen, 2007. Und man hat dann sofort eine internationale Pressemitteilung rausgegeben, dass man A, bei der Kanzlerin war, B, Udo Jürgens dabei hatte und C, Three Strikes gefordert hat. Und dann hat man erstmal wenig gehört. Das war auch ein Zeitpunkt, eine große Koalition, die hatten viele andere Probleme, Vorratsdatenspeicherung, Online-Durchsuchung und so weiter, später noch Zensursela. Also da wollten sie sich zumindest mit Three Strikes erstmal nicht auseinandersetzen. Gleichzeitig gab es so 2007 das Durchsetzungsgesetz, also die Umsetzung von iPred, die halt dazu führte, dass wir so einen Auskunftsanspruch bekamen, der halt total in die Hose ging, der dazu geführt hat, dass wir jetzt diese Abmahnindustrie in Deutschland haben und eigentlich auch nur vor allen Dingen in Deutschland. Weltweit gibt es so eine missglückte Sache eigentlich gar nicht. Und 4 Tage, nachdem dieses Durchgangsgesetz beschlossen war, im Sommer 2007, Raubkopierer sind Verbrecher, also hart aber gerecht und so weiter, GVU und so weiter, die nächste Kampagne auf, nämlich ja dahingehend Downloader anzugehen, nicht nur per Abmahnung, sondern auch über ein Warnmodell. Das ist so das erste Mal, dass explizit von einem Warnmodell gesprochen wird in dieser Pressemitteilung von Raubkopierer sind Verbrecher. Und seitdem kommt das immer wieder. Und dieses Warnmodell, da ist halt auch vollkommen unklar, worum es genau gehen wird. Es gibt so die unterschiedlichsten Ideen. Es gibt 2 Strikes, 3 Strikes. Das ist halt immer die Frage, schickt man erstmal 2 Verwarnungen oder 3 Verwarnungen? Oder jetzt in den USA probieren sie es mit 6 Verwarnungen, bis irgendwas passieren soll. Wir haben in Deutschland halt auch gleichzeitig noch diese Abmahnungen, die dazu führen, dass halt laut Verbraucherzentrale Bundesverband 4,3 Millionen Menschen eine Abmahnung erhalten haben. Laut ECO, dem Providerverband, wären 300.000 IP-Adressen pro Monat angefragt, also Adressen hinter IP-Adressen von der Unterhaltungsindustrie, um Abmahnungen verschicken zu können.
Und dann ist auch erstmal ein Jahr lang nichts passiert, weil das war ja angehender Wahlkampf und so weiter. Und dann gab es auf einmal im Bundeswirtschaftsministerium einen Wirtschaftsdialog zur Bekämpfung von Urheberrechtsverletzungen. Das ist auch so ein Stakeholder-Dialog hinter verschlossenen Türen, wo man auch die ersten Versionen oder die ersten Protokolle damals noch als WikiLeaks funktionierte, auf WikiLeaks gesehen hat. Mittlerweile kann das eigentlich auch jeder bloggen, was da passiert. Und da werden halt Provider zusammengesetzt mit Rechteinhabern und diskutieren dann die langen Wunschlisten der Rechteinhaber auf der Suche nach möglichen freiwilligen Kooperationen. Ja, das läuft seit 2009. 2009 gab es auch einen Koalitionsvertrag, wo eine wundersame Formulierung drin stand. Ich glaube, ein oder zwei Sätze vor dem Leistungsschutzrecht, der anderen komischen Formulierung. Nämlich hier steht, wir werden keine Initiativen für gesetzliche Internetsperren bei Urheberrechtsverletzungen ergreifen. Damit war klar, okay, irgendwie sowas wie Frankreich wird nicht kommen. Allerdings hat uns damals schon verwundert, dass man hier explizit von gesetzlichen Internetsperren geschrieben hat. Also gesetzlich meint halt irgendwie Behörde und ein Gesetz, aber wenn man sich diese ganze Entwicklung, freiwillige Kooperationen und so weiter, Privatisierung der Rechtsdurchsetzung anschaut, hätte man das mit gesetzlich auch irgendwie gar nicht erst reinschreiben können, weil das klingt so, dass man eigentlich schon immer im Kopf gehabt hat, so etwas einzuführen, wie wir es in England mittlerweile haben. England, hier sieht man eine Aktion von der Open Rights Group, da gibt es seit 2010 den DEA, Digital Economy Act, und der Digital Economy Act sieht vor, dass es so eine Three-Strikes-Regelung als freiwillige Kooperation zwischen Rechteinhabern und Providern gibt. Das Gute an dieser Situation ist, es ist noch eine Verordnung notwendig und die ist noch nicht erfolgt von der britischen Regierung. Da fährt auch die Unterhaltungsindustrie ganz große Bandagen auf und irgendwie lauter alte Musiker von früher wie Queen und The Who werden noch im Rollstuhl wahrscheinlich irgendwie zum Präsidenten geschickt oder was sie da haben, der Premierminister, um halt darauf hinzuweisen, dass endlich mal diese Verordnung kommen soll. Aber das ist halt so eine nicht gesetzliche Internetsperre, die da schon im Gesetz steht. Ja, und das hatte sich auch ein bisschen verzögert in England, weil BT mit noch einem Provider halt vor Gericht gezogen ist und sie haben versucht, sich dagegen zu wehren. Und ja, mal schauen, vielleicht kommt das jetzt im nächsten Jahr noch, man weiß es nicht so genau. Genau, vielleicht kommen sie auch mal dazu, das Urheberrecht erstmal reformieren zu wollen. Die haben da jetzt auch ihre Debatte in Großbritannien, mal schauen. Ja, wenn man sich mal anschaut, wieder zurück nach Deutschland, diese Forderung aus dem Wirtschaftsdialog, der halt parallel irgendwie von der Bundesregierung da im FDP-geführten Ministerium weiterläuft, da gibt es dann Vorstellungen wie, naja, Vorratsdatenspeicherung ist aber schon ganz wichtig, sollten wir haben. Zum Glück sagen dann die Provider im Moment noch, naja, also zumindest einen Teil wollen wir nicht, andere machen es einfach. Dann möchte man halt immer irgendwie den gewerblichen Ausmaß verändern. Also das ist auch eine hochjuristische Sache, die ich jetzt nicht korrekt erklären könnte, ohne irgendwie in irgendwelche Fettnäpfchen reinzutreten. Ja, ihr könnt ja Ulf später mal fragen, unseren Juristen für alles. Es gibt auch da vollkommene absurde Ideen, dass man halt nicht nur eine Adresse gegen eine IP-Adresse tauscht über so einen Auskunftsanspruch, sondern dass man gleich alles an Daten mitbekommen sollte. Also eigentlich so ein missglückter Datenbrief, der da gefordert wird. Nur halt nicht, dass die Nutzer selbst ihre Daten bekommen, sondern naja, die Abmahnindustrie, also inklusive Bankdaten, vielleicht damit man automatisch irgendwie die Abmahngebühren einziehen kann. Es gibt dann auch noch so vollkommen absurde Vorstellungen. Eine Änderung der Impressumspflicht, diese soll auch bei selbst eingestellten Inhalten gelten. Das ist eigentlich in die Richtung gedacht, dass jeder, der bei so einem One-Click-Hoster etwas hochlädt, da auch noch sein Impressum mit hochladen soll. Was aber explizite Auswirkungen auf alles hätte, wo Leute irgendwas hochladen. Also stellt euch mal vor, bei jedem Tweet noch irgendwie euer Impressum dran kleben. Ist halt ein bisschen kompliziert herzustellen. Aber solche Forderungen werden da erhoben und kommen halt immer nur durch Leaks irgendwie nach draußen. Es gibt aber noch ganz andere Vorstellungen, das ist jetzt mal ein bisschen klein,
geschrieben. Okay, bei euch sieht es ein bisschen größer aus. Das ist aus einem Positionspapier von GEMA, VUT, IFBI und so weiter zum Warenmodell, Dialog, Wirtschaftsdialog. Und hier sagen sie explizit, naja, aber die Provider, die sind da schon böse, die nutzen doch einfach mal die Packet Inspection oder andere Technologien, um einfach mal die Netzneutralität zu verletzen. Und wenn sie die Geräte da eh schon stehen haben, dann können sie die doch auch bitte schön einsetzen, um mal Filtersysteme für Urheberrechtsverletzungen zu machen. Also das ist deren Argumentation. Wir können nur hoffen, dass die, dass die Politik nicht irgendwann mal denkt, ja, das klingt doch logisch. Und dann halt so diese DPI-Zensur- und Kontrollinfrastruktur, die unsere Provider gerade aufbauen, um ja, da die Netzneutralität zu verletzen, einfach mal zweckentfremden für auch Filtersysteme bei Urheberrechtsverletzungen. Und last but not least, was immer wieder kommt, ist halt die Providerhaftung zu ändern. Das ist so ein Ding, das verfolgt uns jetzt immer wieder. Vor allen Dingen, wenn man sich auf EU-Ebene soll halt die E-Commerce-Richtlinie mal abgeändert werden, weil wir haben eigentlich dieses sehr schöne Regime, dass man als Provider nicht dafür verantwortlich ist, was in den eigenen Netzen passiert. Das hat eigentlich das Internet groß gemacht. Das wollen die Rechteinhaber, aber dass es halt geändert wird, was halt dazu führen könnte, dass halt dann irgendwann mal Provider dafür verantwortlich gemacht werden, was in ihren Netzen passiert und wo sie dann halt quasi dadurch genötigt werden könnten, ob durch rechtlichen Druck oder einfach nur aus Angst vor Schadensersatzzahlungen Filtersysteme zu installieren. Und einer der größten Befürworter von solchen Fällen ist unser Was tun, wenn das Internet voll ist, Bundeskulturminister Neumann. Das ist aus einer aktuellen Rede, wo er nochmal, also in jeder Rede, die er hält und in jedem Interview, was er hält, verkündet er, dass das Warnhinweismodell kommen sollte. Und auch hier nochmal verstärkte Providerhaftung. Das wäre auch mal wieder ein Fall für irgendwie Martin Hase, mal genau zu definieren, was ist denn eine verstärkte Providerhaftung, wenn wir bisher quasi keine Providerhaftung haben. Auf jeden Fall ist er einer der größten Mahner. Wir haben dazu noch Dieter Gorni. Dieter Gorni, zum Teil, der ist ja auch die große Frage, was ist so ein Warnmodellsystem? Er hat ja die klare Meinung, ich würde das machen so wie die Franzosen, aber das ist derzeit in Deutschland politisch nicht durchsetzbar. Wer wiederholt illegal Musik aus dem Internet herunterlade, dem sollte der Zugang zum Netz gekappt werden. Nicht für immer, nur für ein paar Wochen, das würden die schon merken. Also ein paar Wochen von Kommunikation, von Teilhabe, von Freiheit, von Informationen, von den Freunden und so weiter, getrennt sein. Ist ja schon irgendwie gewährleistet. Das ist aus dem Jahr 2011. Einer der größten Verfechter in der Politik neben Herrn Neumann ist sein Parteikollege Günther Grings. Günther Grings ist Jurist, also Experte eigentlich. Und er fordert, die Provider sind jetzt aufgefordert, ein selbstreguliertes Verfahren zu entwickeln, um beharrliche Rechteverletzer zur Ordnung zu rufen und notfalls aus dem Verkehr zu ziehen. Da kann man sich natürlich auch, also es ist ja wahrscheinlich auch was für Martin Hase, mal genau zu erklären, was stellt man sich unter aus dem Verkehr ziehen vor. Eigentlich so im letzten Jahr der größte Verfechter, auch medial, war Siegfried Kauder. Ja, da habe ich ja, also eigentlich wollte ich das C wie Kauder über Klima, dachte ich, das muss ja eigentlich bleiben. Vor allen Dingen mit Sicherheit bald aus der Mode, ist auch eingetreten, er wird nicht mehr aufgestellt. Aber er hat halt bei Spiegel Online gefordert, oder er hat erstmal auf einem Lobby-Event gesagt, er will ein Two-Strikes-System, wo alle sich schon wunderten, was meint er, irgendwie erstmal zwei Verwarnungen hinschicken, wo er meinte, nö, nur eine Verwarnung, dann abklemmen. Also nicht erst wie in Frankreich zwei Verwarnungen, sondern es geht auch schneller. Und er meinte dann, also er ist Vorsitzender im Rechtsausschuss und halt Experte in Sachen Jura, verfassungsrechtliche Bedenken hat er dabei nicht, denn die Sperre soll nur für einen kurzen Zeitraum gelten. Ich denke da an 3 Wochen. Also Verfassungseinschränkungen oder Verfassungsprobleme, nee, wenn man es kurz macht, ist das alles okay. Also so Foltern für 3 Wochen ist okay, Foltern länger geht halt nicht. Willst du noch was sagen? Gut. Und wo wir jetzt hier viele Rechtsexperten gehört haben, meine kurze Durchsage vom UN-Menschenrechtsbeauftragten. Sperren von Internetanschlüssen, ganz gleich welche Gründe angeführt werden, einschließlich Gründe der Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums, unverhältnismäßig sind. Ja, also der Menschenrechtsbeauftragte sagt, das ist eine Verletzung von Menschenrechten. Unsere CDU-Rechtsexperten sagen, ja, 3 Wochen lang geht das doch, ist ja vollkommen okay. Gleichzeitig haben wir noch das EU-Parlament.
was am 11. Dezember einen Text angenommen hat. Da haben sie ganz viele Texte angenommen. Ja, wir haben die schon gesehen, danke. Die haben da ganz viele Texte angenommen. Wolltest du das nochmal? Genau. Also das EU-Parlament hat gerade im Dezember beschlossen in einem Text, dass ein weltweiter Konsens besteht, der sich im internationalen Recht widerspiegelt, dass Beschränkungen der Grundrechte vom Gesetz vorausgesehen werden müssen. Also das zeigt zweierlei. Einerseits, dass der Trend halt überhaupt nicht dahin geht, sondern dass wir immer mehr Privatisierung der Rechtsdurchsetzung sehen. Und das Zweite habe ich jetzt vergessen. Mach vielleicht mal fertig. Ja, weiß ich auch nicht, aber steht ja in den Notizen, die wir nicht sehen. Genau. Gut, aber nochmal zurück, weil Warnmodell Kauder, keine Sorge, Freiheitsrechte sind auch nur eine Modeerscheinung, ein anderer Spruch, ist dann selbst irgendwie mal aufgefallen. Also als er dann erklärte, Two Strikes und so weiter, haben sich halt Leute seine Webseite angeschaut, haben da mal Urheberrechtsverletzungen gefunden und er war dann, ich bin denen dankbar, die mir Gelegenheit gegeben haben, zu zeigen, dass das Warnmodell funktioniert. Er muss es dann angeben. In der nächsten Pressemitteilung musste er dann, Kauder bittet in diesem Zusammenhang um Kenntnisnahme, dass die Urheberrechte an den beiden Fotos inzwischen mir zustehen, wo man sich auch fragte, der Typ ist Rechtsanwalt, Vorsitzender des Rechtsausschusses und ich als Nichtjurist weiß, dass die Urheberrechte nicht einfach übertragen werden können, sondern dass man sich die Urheberrechte lizenziert. Aber es wurde dann noch besser. Er hat dann diese Bilder immer noch von seiner Webseite runtergenommen oder dann erst recht. Und erklärte das dann damit, der Rechteinhaber, von dem er gerade die Urheberrechte gekauft hatte, wurde bombardiert mit Anfragen, ich habe die Rechte gekauft, um ihn aus der Schusslinie zu nehmen und die Bilder dann auch gleichzeitig runtergenommen. Ne? Also vollkommen absurd, aber er wird demnächst nicht mehr im Bundestag sitzen. Das ist das Gute daran. Ja. Also nochmal ganz kurz, Warnmodellkritik in a nutshell. Das Problem an diesem Warnmodellsystem ist, dass wir halt da eine Privatisierung der Rechtsdurchsetzung machen werden, die halt überhaupt gar nicht rechtsstaatlich kontrolliert ist. Also wenn direkt die Rechteinhaber wie gewollt zu den Providern gehen und sagen, hey, ich habe hier eine IP-Adresse, gebt mir mal die Namen und ihr kriegt dann die ganze Zeit irgendwelche Schreiben, dann habt ihr erstmal ein Problem, dass ihr irgendwie erklären müsst, dass ihr das nicht gemacht habt. Das haben wir jetzt zwar auch mit diesen Abmahnungen, aber da gibt es immer noch eine rechtsstaatliche Simulation dazwischen, die halt auch irgendwie jetzt nicht optimal ist und auch dringend verbessert werden müsste, aber das ist immer noch besser als diese Selbstjustiz, die kommen wird. Dann haben wir natürlich das andere Problem, das ist datenschutzrechtlich jetzt nicht trivial, was da passiert. Es gab irgendwie im Mai eine Anhörung im Bundestag im Unterausschuss Neue Medien, wo eigentlich nur so die beiden Vertreter der Musikindustrie und ihre benachbarten Wissenschaften irgendwie erklärten, dass sie das vollkommen verhältnismäßig finden. Alle anderen meinten, das ist so ein massiver Eingriff in das Fernmeldegeheimnis, das ist gar nicht so einfach zu regeln. Dann gibt es natürlich das Problem, ja, was ist mit den IP-Adressen und so weiter. Das Problem besteht aber jetzt auch schon bei diesen ganzen Abmahnungen, also dass irgendwelche Leute eine Abmahnung bekommen für Heavy Metal herunterladen, die noch nie gehört haben, was Heavy Metal ist. Und allein so die Durchführung, wer speichert das eigentlich wo? Gibt es bei den Providern eine Datenbank? Ist das halt bei einer Behörde wie H2P? Macht das die Justizministerin und so weiter? Ja, große, ungelegte Frage. Und vor allen Dingen die größte Frage ist immer noch, was machen wir, wenn die ganzen irgendwie Briefe an die Wand geheftet werden, so als meine Lorbeeren und ich habe jetzt auch schon zwei blaue Briefe bekommen von der Musikindustrie. Dann hat man so ein System etabliert, wo man dann einfach mit einem Schritt weiter bei Drosselung ist, also Verletzung der Netzneutralität, eine Forderung, die auch noch so im Raum steht. Man könnte doch Peer-to-Peer einfach mal drosseln, also das, was es so beim UMTS mittlerweile alles gibt, oder gleich bei Internetsperrungen. Und das Absurde ist, also wenn man so ein Warnmodell haben wollen würde, das könnte man jetzt schon machen. Man hat so diesen Auskunftsanspruch, den wollen wir eigentlich auch nicht haben, aber der ist halt da und man muss halt keine Abmahnung schicken, sondern man kann, oder keine kostenpflichtige Abmahnung schicken, sondern man kann auch einfach einen netten Brief schreiben, dass man das nicht mehr machen soll. Dann hat man genau das, was man aber irgendwie doch nicht machen möchte. Ja, und Wir haben jetzt gesehen, dass die Privatisierung der Rechtsdurchsetzung eigentlich wie ein Zombie ist, das habe ich eben schon mal gesagt, glaube ich. Aber wir sind im Moment noch viel zu sehr damit beschäftigt, die einzelnen ACTA-Beine und iPad-Arme irgendwie wegzuhacken. Aber wir sollten eigentlich endlich damit anfangen, direkt an den Kern der Sache zu gehen, also irgendwie das Gehirn wegschießen. Dafür...
Dafür brauchen wir aber endlich eine öffentliche Debatte über den Trend zur privatisierten Rechtsdurchsetzung. Und das Problem ist, dass es von der EU-Kommission total viele Projekte gibt, die genau das wollen. Die EU-Kommission hat aber noch nie wirklich öffentlich Position dazu bezogen oder das irgendwie als politische Maßnahme angekündigt. Und ja, da müssen wir unbedingt hin. Genau. Ja, wenn ihr uns dabei unterstützen wollt, bei DigiGuess kann man Fördermitglied werden, gibt es im Internet. Wir haben auch so tolle Comics gemacht, also beziehungsweise Gregor Sedlatsch hat Comics gemacht mit einer Geschichte für, ja, rund um den Discordischen Kongress, also eine 29C3 Geschichte. Das war auch die Idee, wir wollten eigentlich einen ACTA-Comic machen. Und ja, ACTA war schneller weg, als Gregor einen Comic fertig hatte, weil das ist doch ein bisschen mehr Arbeit. Und dann ist die ganze Geschichte so ein bisschen Richtung 29C3 rumgeschrieben worden. Und dieses 24-seitige Comic gibt es in einer limitierten gedruckten Ausgabe draußen gegen eine Spende zum Eintauschen. Und hier drinnen gibt es dann noch das Jahrbuch Netzpolitik, wo wir beide auch Artikel für geschrieben haben, gegen eine Spende auch zum Tauschen. Ja, wo dieses und viele andere Themen irgendwie eine Rolle spielen. Und jetzt haben wir Zeit für Fragen und Antworten, aber nur so 10 Minuten oder 8 ja, Minuten. So 50. Ungefähr. Ja, danke. Also, wenn ihr Fragen habt, sammelt euch bitte an den Mikrofonen. Wenn ihr reinsprechen wollt, geht nah heran. So, nicht so. Okay, erste Frage dort drüben. Hi Markus. Weißt du, warum es diese 100-Euro-Regel, die es ja gibt, wegen nichtgewerblicher Herunterladerei, warum es die auf dem Papier gibt, aber warum die eigentlich nie umgesetzt wird? Also warum das der Fall ist, ist klar, aber wieso dürfen das diese Abmahnkanzleien und gibt es da kein Gesetz, also kein Richterspruch dazu oder was ist das Problem? Ja, also das Problem war in diesem Durchsetzungsgesetz, was so die nationale Implementierung der iPad-Richtlinie ist, von 2007 hat man explizit gedacht, man würde so eine 100-Euro-Begrenzung für Abmahnung einführen. Ja, damals war die Argumentation von Ex-Justizministerin Brigitte Zypris, wir wollen die Kriminalisierung der Schulhöfe vermeiden. So nannte das immer. Und immer, wer mal den neuesten Song von Robbie Williams herunterlädt, der soll nicht sofort irgendwie totgeklagt werden. Das war die Intention. Das Problematische ist, dass es unterschiedliche Definitionen gibt, was ein gewerbliches Ausmaß ist. Da ist nämlich, wird nämlich gesagt, also diese 100-Euro-Grenze gilt nicht für gewerbliches Ausmaß. Und es gibt eine ganze Menge konservative Juristen, die Richter sind, die halt meinen, ein gewerbliches Ausmaß ist schon erreicht, wenn jemand einen geldwerten Vorteil hat, nämlich sich mal den neuesten Song von Robbie Williams herunterlädt. Und dann gilt diese Grenze nicht. Und das ist das Problem, wo das Justizministerium die ganze Zeit schon versucht, jetzt unter Leuthäuser-Schnarrenberger das zu korrigieren, um halt dieser Abmahnindustrie mal einen Riegel vorzulegen. Aber wo halt viele sagen, nö, das ist doch super so mit dieser Abmahnindustrie, weil geht ja nicht so. Also dieser geldwerte Vorteil ist genau das, dieses juristische Streitding. Und da gibt es irgendwie niemanden, der da mal sagen kann. Ja doch, das hier Justizministerium kündigt das die ganze Zeit an und würde das gerne machen. Wir haben aber Leute wie Günther Krings oder Kulturstaatsminister Neumann, die halt andere Menschen so quasi in der Koalition, in der Regierung sind und sagen, nö, machen wir nicht und deswegen kommt das nicht. Danke. Okay, eine Frage aus dem Internet. Ja, ich denke, das war eine, glaube ich, sehr ähnliche Frage gerade. Und zwar auch, fällt den Politikern nicht auf, dass sie mit solchen Ideen gegen gängige Grundrechte verstoßen oder ist das lediglich eine Frage der Interpretation? Was sagen Gerichte dazu? Ja, also wir haben natürlich das Problem, dass halt viele Juristen immer schon damit, also in ihrem Studium damit aufgewachsen sind, irgendwie Immaterialgüter, das sogenannte in Anführungszeichen geistige Eigentum, irgendwie ist total schützenswert und war immer schon da und darf man nicht gegen verstoßen. Und wenn man das halt einfach kopiert, ohne jemanden zu fragen, ist das ein Verstoß und das muss halt geahndet werden. Und das steckt halt in vielen Köpfen drin und insofern wird das einfach so durchgesetzt. Okay. Da hoffen wir aber, dass es mal eine neue Generation an Juristen gibt, die ein bisschen aufgeklärter sind und neue Gesetze. Ja, ich habe eine Frage, die vielleicht daran anschließt, in eine ähnliche Richtung geht, und zwar dieser Verweis auf die Grundrechte, also sei es jetzt UN-Zivilrechtspakt, sei es deutsches Grundgesetz, sei es EU-Grundrechtecharta, da frage ich mich, inwiefern der wirklich trägt, weil ja
Man sieht es in den Formulierungen, die ihr gesehen habt, taucht es eigentlich gerade nicht auf. Detransitivierung haben wir irgendwie jetzt gelernt, heißt sowas, dass also irgendwie nicht benannt ist, wer da Grundrechte nicht verletzen darf. Und zumindest historisch ist es ja so, dass diese Grundrechte-Kodifizierung entstanden ist als Abwehrrechte gegen den Staat. Das heißt, implizit heißt es, wenn ein Bürger das und das Grundrecht hat, dann hat er das Grundrecht gegenüber dem Staat. Der Staat darf ihm das nicht verletzen. Das heißt, wenn jetzt irgendein Dritter, ein anderer Privater oder Unternehmen das verletzt, ist es zumindest, wenn man es von dem her denkt, ja keine Grundrechtsverletzung. Was natürlich umso problematischer ist, je größer und mächtiger diese sogenannten Privaten werden und noch erst recht, wenn jetzt, wie es da in diesen ganzen Abkommen vorgesehen war oder ist, der Staat die Privaten auch noch irgendwie dazu erst animiert, ihnen Anreize setzt, da irgendwie Kooperationen mit denen eingeht, so nach dem Motto, macht ihr mal die Drecksarbeit und verletzt die Grundrechte von den Leuten, wir dürfen ja leider nicht. Aber wie ist das irgendwie rechtstheoretisch, rechtspolitisch? Hast du eigentlich schon ganz schön beschrieben, wir haben da ein Problem. Vielleicht noch einen Gedanken, der mir gerade irgendwie im Weggehen noch kam, wo ja unser Verfassungsgericht in Karlsruhe jetzt ein Stück weit auf andere Ebene dem Riegel vorgeschoben hat, gegen so ganz dreiste Geschichten, was ja vielleicht gewisse Auswirkungen hat, war dieses Demos im Frankfurter Flughafen-Urteil, wo also die Linie die war, nur deswegen, weil der Flughafenbetreiber eine Aktiengesellschaft ist, in Klammern, die im Besitz öffentlicher Hände ist, ist nicht der Flughafen deswegen schon ein rechtsfreier Raum. Im Grunde muss diese AG sich dran messen lassen, das Demonstrationsrecht auf ihrem Grund und Boden gelten zu lassen, in dem Rahmen, dass da nicht irgendwie eingeschränkt und gefährdet und was auch immer werden darf. Aber erstmal denke ich, hätte man für so eine Linie, gerade mit diesem Drecksarbeit machen, einen Fuß in der Tür in der Linie von dem Urteil. Ja, du meinst das BGH-Urteil zu DDoS-Attacken aus dem Jahr 2006? Nein, ich meine das Verfassungsgerichtsurteil zu Demos im Frankfurter Flughafen von Anfang diesen Jahres. Okay, das habe ich jetzt nicht so. Oder Anfang letzten Jahres, aber relativ aktuell. Ich habe generell das AE das Problem, das nicht richtig beantworten zu können, weil deine Analyse teile ich, aber ich bin jetzt kein Rechtswissenschaftler, der Ahnung von Rechtstheorie hat. Da könnten wir dann vielleicht auch mal die Juristen fragen, die mehr Ahnung davon haben. Ja, und das Problem ist halt wirklich, wie du schon beschrieben hast, dass die Grundrechtecharta zwar direkt für die Mitgliedstaaten gilt in Europa, aber man muss dazu sagen, dass die Mitgliedstaaten auch die Pflicht haben, dass halt geprüft wird, dass Grundrechte auch indirekt gewahrt werden. Also die haben da eigentlich schon eine Aufsichtspflicht, dass Unternehmen auch Grundrechte wahren. Okay, wir haben noch eine Frage aus dem Internet. Ja, eine Frage, inwieweit können EU-Gesetze, Richtlinien überhaupt einen Zwang für Mitgliedsländer darstellen, jetzt auch wenn es um Grundrechte geht? Na, das sieht man ja bei der Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie. Man kann ein Verfassungsgericht haben, was sagt, macht man nicht. Und dann kommt halt die EU und wedelt mit möglichen Geldzahlungen und so weiter. Und eigentlich ist es schon gedacht, dass halt auch Nationalstaaten sowas durchsetzen, umsetzen. Also natürlich kann ein Nationalstaat sagen, naja, irgendwie, das machen wir jetzt mal nicht, aber das kann man halt auch nicht immer machen und so weiter. Ja, sie wehren sich gegen private Durchsetzung und da gibt es, ich glaube, keinen Gegensatz, sondern schon eine Gefahr von Verwirrung, weil es ehrlich, ich habe mal einen amerikanischen Artikel gelesen, die sagt ja, von Rechteinhaber, die sagen, wir möchten ganz, das würde ja dann auch nicht ziemlich verdeckt, würde das bemerkt, aber die sind grundsätzlich dagegen, das selber privat durchzusetzen und ich möchte das gerne im Strafrecht bringen, weil es dann, war es dann, Zitat, ein Public Relations Albtraum, ein Public Relations Nightmare, wenn sie das selber machen, weil die Schallplattengesellschaften werden schon betrachtet als reich und sympathisch und wenn sie dann auch noch selber vorgehen, aber dann privatrechtlich, dann würde die Popularität total verloren gehen. Also möchten Sie ganz gerne, dass es jetzt von den Behörden gemacht wird? Ja und nein. Also wir haben also
ich kenne diese Überlegungen und so weiter, diese Papiere, aber wir haben also in Deutschland zumindest diese Abmahnindustrie so, ne? Und man hat sich wahrscheinlich schon mit diesem schlechten Image abgefunden und man macht es halt trotzdem und man möchte halt trotzdem noch mehr haben. Ja, ich sage das, da gibt es auch keinen wirklichen Gegensatz, sondern schon Verwirrungsgefahr. Ja, also was Sie auf jeden Fall ganz gerne haben, das sieht man halt gerade in Japan, man möchte natürlich zusätzlich noch irgendwelche kopierenden Menschen am liebsten hinter Knast bringen. Also Raubkopierer sind Verbrecher, wie dieser Slogan so schön hieß. Okay, und dann glaube ich, haben wir die letzte Meldung dort drüben. Ja, ganz genau. Noch ein kleiner Hinweis zu diesem Stichwort Gewerbsmäßigkeit. Markus hat ja schon beschrieben, dass es da so unter Juristen gewisse Streitigkeiten gab, wann ist Gewerbsmäßigkeit anzunehmen, worüber es aber eigentlich keinen Streit gab. Das war die Frage, auf wen es ankommt. Ne? Also alle dachten, es geht darum, ob derjenige, der jetzt irgendwie getauscht hat, gewerbsmäßig handelt oder nicht. Und dann war nur die Frage, wie viele Musikstücke braucht es, damit von Gewerbsmäßigkeit auszugehen ist. Das hat der Bundesgerichtshof allerdings vor ein paar Wochen total über den Haufen geworfen und hat wirklich alle überrascht, selbst die härtesten an den unteren Gerichten. Der Bundesgerichtshof hat nämlich jetzt neuerdings gesagt, es kommt gar nicht darauf an, ob der sogenannte Rechtsverletzer rechtswidrig handelt, gewerbsmäßig handelt, sondern ob der Provider gewerbsmäßig handelt, der Auskunft geben muss über die IP-Zuordnung. Und dann ist natürlich völlig klar, dass es in Deutschland nahezu ausschließlich gewerbliche Provider gibt und damit ist dieses Kriterium der Gewerbsmäßigkeit quasi ausgehebelt worden durch die Rechtsprechung. Ja, danke. Also, okay. Draußen gibt es Comics, hier gibt es Bücher. Danke fürs Zuhören. Viel Applaus nochmal für Markus und Thorsten.